Ein wichtiger Teil der Förderung von Schmetterlingen ist ihr Monitoring, das gebraucht wird, um den Erfolg von biodiversitätsfördernden Maßnahmen auf Grünflächen messbar zu machen. Ich darf Ihnen dazu Daniela Lehner vorstellen. Sie ist Projektmitarbeiterin bei der Bioforschung Austria und Präsidentin des Vereins Austrian Butterfly Conservation. Erfahren Sie in Ihrem Vortrag nun, wie Tagfalter-Monitoring funktioniert und was jeder und jeder als Citizen Scientist oder beim Grünflächenmanagement zum Schutz der Tagfalter beitragen kann. Begrüßen Sie mit mir Daniela Lehner. Danke für die Einladung. Ich will euch gleich am Anfang vorstellen, meinen Mitrepräsentanten, das Wiener Nachbarnauge. Achso, Entschuldigung, das habe ich. Entschuldigung. Die Maske, man ist das so gewohnt jetzt immer. Also das ist eine Raupe des Wiener Nachbarnauges. Wir haben das in den vorigen Vorträgen auch schon gehört. Also bei den Schmetterlingen sind die Raupen sehr wichtig und auch ihre Futterpflanzen. Das Wiener Nachbarnauge frisst verschiedene Obstbäume, zum Beispiel die Felsenkirsche. Aber man braucht keine Angst haben, sie frisst den Baum nicht auf, denn davor wird sie wahrscheinlich von Vögeln gefressen. Nämlich fast also alle unsere Vögel, auch die Körnerfresser, füttern ihre Jungen mit Raupen und anderen Insekten. Also das Schmetterling ist ein wichtiger Teil des Ökosystems. Und jetzt mag ich zu meinem Vortrag kommen. Also ich bin heute ein bisschen in einer Doppelrolle da von der Bioforschung Austria, die mir ermöglicht, hier heute da zu sein im Rahmen des Projekts Symbio. Und als frische ehrenamtliche Präsidentin des Austrian Butterfly Conservation. Im Vortrag heute will ich euch erzählen über das Monitoring. Warum gibt es das Monitoring? Also warum brauchen wir das? Was ist das Monitoring? Wo kann man das machen? Wer macht da mit und wie funktioniert das? Aber zuerst will ich euch das Projekt Symbio vorstellen. Das Projekt Symbio ist ein Interreg-Projekt, gefördert von der EU zwischen Tschechien und Österreich mit 5 Projektpartnern, wo eben die Bioforschung, aber auch Natur im Garten dabei sind. Und ein kleiner Teil des Projekts ist ein Versuch über Pflanzenmischungen um dort die Insektenförderung zu messen, wo ich auch eben ein kleines Monitoring durchführe. Und die restlichen Sachen sind Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit und eben Netzwerken, was ganz wichtig ist jetzt eben gemeinsam, um die Insekten zu schützen, weil oft wissen wir ja schon, was wir tun sollten, aber ja, gemeinsam können wir das dann schaffen. Also immer positiv bleiben, so wie der Herr Dödel es vorher auch erwähnt hat. Das Ziel vom Austrian Butterfly Conservation ist es, eine regelmäßige Freilandbegehung nach international vergleichbarer Methode mit geschulten, laufend betreuten Freiwilligen oder sogenannten Citizen Scientists in ganz Österreich einzuführen. Die international vergleichbare Methode, die es eben gibt, das ist etabliert seit über 40 Jahren, ist der Pollard Walk. Wie der funktioniert, sage ich dann auch noch genau. Jetzt fragen wir uns, ja, ich meine, oft denkt man sich, die Tagfalter, die Schmetterlinge, das ist eigentlich quasi die beliebteste Insektengruppe, die es gibt. Und so unbekannt sind sie uns ja eigentlich gar nicht. Wissen die Wissenschaftler nicht längst irgendwie alles über diese Schmetterlinge? Aber dem ist nicht so. Es gab erst letztes Jahr eine zusammenfassende Studie von Wolfgang Rabitsch vom Umweltbundesamt über die Insekten in Österreich. Und auch dort hat er festgestellt, die standardisierte, langfristige, gesicherte Freilanderhebung fehlt in Österreich. Es gibt zwar einige Projekte, die ich hier aufgelistet habe, aber teilweise sind sie eben wie das links unten, das BINATS oder ÖBM-Monitoring vom Umweltbundesamt, viel zu unscharf. Was Sie auch selber wissen, da Sie in Ihrem eigenen Bericht schreiben, mit einer Erhebung im Jahr findet man einfach nicht alle Schmetterlinge, weil es gibt welche, die im Frühjahr fliegen, es gibt welche, die später im Jahr fliegen. Oft haben gerade die Falter selber, sieht man manchmal nur zu einem gewissen Zeitraum.
und fliegen dann halt ein paar Wochen. Wenn man die Woche verpasst oder wenn gerade das Wetter schlecht ist, dann hat man sie halt nicht gesehen, dann kommen sie nicht beim Monitoring, sind sie da nicht dabei, sind sie nicht erfasst. Das Schmetterlings-App zum Beispiel erfasst nur Zufallsfunde. Also wenn ich gerade rausgehe, ich sehe einen schönen Schmetterling, fotografiere ich ihn. Aber da ist eben das Problem, dass oft nur die wirklich attraktiven Arten eben erhoben werden und dass auch nicht wirklich ein langfristiger Populationstrend erhoben werden kann. Nur weil jetzt gerade jemand gerne in seinem Garten war und nächstes Jahr ist er nicht, heißt es nicht, dass dort dann die Schmetterlinge zurückgegangen sind. Und bei unserem Monitoring geht man wirklich regelmäßig dieselbe Strecke und macht auch tatsächliche Nullbegehungen, wo man geschaut hat und keine Schmetterlinge gefunden hat. Bei dem Schmetterlings-App sind es ja nur Positivmeldungen. Also wir kriegen nicht wirklich den echten Umfang eben von dem Populationsrückgang der Schmetterlinge mit. Es gibt natürlich auch das FFH-Monitoring, was sich auf einzelne Arten beschränkt und auch auf bestimmt eben Natura 2000-Flächen. Aber auch dort gibt es Studien, dass wir einen Artenrückgang eben auch haben außerhalb von den Natura 2000-Flächen und dass die Natura 2000-Flächen uns alleine quasi nicht retten werden. Also das hat man auch eben bei den vorigen Vorträgen gesehen. Diese großen landwirtschaftlichen Flächen, die Flächen dazwischen, auch unsere eigenen Gärten sind auch wichtig für die Erhaltung der Biodiversität und auch dort müssen wir das monitoren, um eben den großflächigen Effekt zu sehen und eben zu sehen, ob unsere Maßnahmen wirklich helfen. Und dann gibt es immer wieder einzelne Forschungsprojekte, wie jetzt auch das Projekt Symbio, das immer nur ein paar Jahre dauert, aber mit 2-3 Jahren hat man dann kann man keinen Trend berechnen im Monitoring. Man braucht durch die natürlichen Schwankungen der Insektenpopulationen, die deswegen auch so hoch sind, weil sie eben so viele Nachfahren kriegen, reagieren sie eben sehr schnell auf Störungen. Um eben dort wirklich eine Trendlinie durchziehen zu müssen, braucht man schon circa 8 Jahre zum Beispiel, um eben zu sehen, geht das jetzt auf, geht das jetzt bergab. Und das können eben so einzelne Projekte, wenn sie nicht zusammengefasst werden, nicht bieten. Und da, genau da kommen wir jetzt rein mit dem Tagfalter-Monitoring, mit dem Austrian Butterfly Conservation. Wir versuchen, all diese Sachen miteinander zu verknüpfen und zu ergänzen. Wir durch das Citizen Science-Projekt ermöglichen wir eine viel großflächigere Begehung außerhalb eben von den Natura 2000 Gebieten und eben zwischen den Flächen oder auch dort, wo wirklich die Menschen auch hingehen in ihrer Freizeit. Wir profitieren auch davon, dass eben die Leute sich schon mit Schmetterlingen beschäftigen, oder zum Beispiel die Schmetterlings-App und dort bestimmen, lernen und dann eben bei unserem Monitoring mitmachen können, weil das braucht natürlich ein bisschen eine Vorkenntnis zum Schluss dann, dass man weiß, welchen Tagfalter man vor sich hat. Und eben unsere Lösung ist dieser Pollard Walk. Der Pollard Walk hat einige Bedingungen. Man muss so einen Beobachtungskasten quasi sich vorstellen rund um sich, einen unsichtbaren, wo man dann mit seinem Netz spazieren geht. Ungefähr 2,5 Meter links, 2,5 Meter rechts, 5 nach vorne, 5 nach oben. Und da geht man dann langsam eine Strecke entlang und schaut wirklich, dass man alle Schmetterlinge dort erfasst. Und das halt auch nur bei entsprechenden Temperaturen und entsprechender Tageszeit nicht. Ja, am Abend oder ganz in der Früh findet man vielleicht keine Schmetterlinge, weil sie einfach noch schlafen. Und wenn es auch nur ein paar Regentropfen fallen, verziehen sie sich auch recht schnell. Aber es ist dann auch schön zu sagen, das Wetter ist schön, ich gehe raus, Schmetterlinge beobachten. Also, und diese Methode ist eben international erprobt. Das gibt es schon in über 16 anderen europäischen Ländern. Butterfly Conservation Europe ist eine Organisation, die uns unterstützt mit einem App, aber auch einer Homepage, wo man die Daten erfassen kann. Da habe ich jetzt geholfen, das Ganze auf Deutsch auch zu übersetzen und dass wir das in Österreich auch gleich nutzen können, dass wir da anknüpfen können. Also wir müssen nicht selber jetzt irgendwie noch eine App machen oder irgendwie ein neues Auswertungssystem oder sowas. Es bestehen auch statistische Programme, die dann diese Daten auswerten können. Da gibt es eine Zentrale im UK Centre of Ecology and Hydrology, die auch die Datenauswertung mitmachen können. Also ich denke, wir schließen es einfach bei dem an, was schon gut funktioniert. Das Ganze, warum jetzt? Es ist wahnsinnig relevant für die Biodiversitätsstrategie. Ich habe mich sehr gefreut, dass heute die Ministerin da war. Wir haben auch als AWC eine Stellungnahme gemacht zur Biodiversitätsstrategie 2030 und hoffen, dass eben ein Schmetterlingsmonitoring vorgesehen ist.
Es geht hier nicht nur darum zu sagen, okay, es geht bergab mit den Schmetterlingen, sondern es geht auch darum zu sagen, was funktioniert jetzt. Also auf der Fläche schaut es gut aus, wie jetzt auch eben die Marion Jarosch vorhin gezeigt hat, auf ihrer Fläche, da schaut es gut aus. Und das kann man eben erst sagen, wenn man auch wirklich die Insekten beobachtet, weil sonst passieren eben so Sachen, dass man irgendeine Blühmischung ansieht oder eben in Pflanzen pflanzt und nachher denkt man sich, ja, es blüht schön, es ist grün, aber eigentlich sind gar keine Insekten da. Also man muss eben auch auf die Insekten schauen. Dann der Citizen Science Teil bringt natürlich was zur Bewusstseinsbildung. Auf EU-Ebene gibt es quasi zwei Indikatoren, die tatsächlich auf Freilanderhebungen basieren, wo Leute einzelne Tiere auch zählen. Das eine ist der Farmland Bird Index und das zweite ist der Grassland Butterfly Index Indikator. Und zu dem tragen wir noch nicht bei. Österreich trägt schon bei zum Farmland Bird Index. Aber ich denke, wir können auch zu dem Butterfly Indikator beitragen. Ja, und auch Schmetterlinge lassen sich natürlich gut kommunizieren mit Landwirten, mit anderen Stakeholdern im Grünflächenmanagement. Und sind daher eben einzigartig geeignet dafür. Und ja, natürlich zur Forschung trägt das auch bei. Diese Folie habe ich von einem Vertreter der Europäischen Kommission. Auf EU-Ebene existiert das DPSIA-Model, wo es darum geht, nachhaltig funktionierende Policy-Instrumente zu entwickeln. Und da ist momentan in Überlegung, den EU-Pollinator Monitoring Scheme aufzubauen, also einen echten Bestäuberindikator. Und der erste Schritt in diese Richtung ist eben dieser Tagfalterindikator. Er wird auch momentan von Butterfly Conservation Europe schon erweitert um Libellen und Hummeln und kann zum Schluss wirklich eben in diesen Pollinator Monitoring Scheme integriert werden. Also wir sollten uns jetzt schon darauf vorbereiten, weil sonst müssen wir das EU-mäßig sowieso in ein paar Jahren machen wahrscheinlich. Also können wir auch jetzt gleich damit beginnen, denn jedes Jahr zählt. Man sieht auch wie dieses Jahr, es geht manchmal ein bisschen turbulent zu mit Regen und dann Hitzewelle und so weiter. Also wenn wir jetzt starten, dann kriegen wir bis 2030 schon halbwegs eine Trendlinie hin. Ja, es gibt nicht nur diese Vorteile für die Biodiversitätsstrategie, sondern zahlreiche eben weitere Synergien mit Forschungsprojekten, mit zum Beispiel dem Verbreitungsatlas von den Schmetterlingen Österreichs. Der letzte ist von 1992, während des Tagfaltermonitoring in Deutschland. Erst vor kurzem den neuen Tagfalteratlas Deutschlands rausgeben konnte, auch durch das Monitoring. Also wenn wir auch sowas haben wollen, sollten wir mit dem Monitoring jetzt beginnen. Weil ja, eben dieser Verbreitungsatlas ist fast so alt wie ich. Und das ist natürlich eine sehr kosteneffektive Lösung. So, wie ist es jetzt dazu gekommen? Verschiedene europäische Organisationen haben das Projekt EBEL, Assessing Butterflies in Europe, gestartet und haben dort eine Erhebung gemacht, in welchen europäischen Ländern es eben schon ein Monitoring gibt, wo Daten vorhanden sind, die man verwenden kann. Und da haben sie gesehen, Österreich ist quasi ein Entwicklungsland in die Richtung. Wir waren wirklich auf der untersten Stufe, die es gibt in dieser Geschichte. Und deswegen haben wir besonders viel Unterstützung bekommen. Da gab es dann 2019 zwei wissenschaftliche Schmetterlingskongresse, wo wir beschlossen haben, eben, dass so ein Monitoring wichtig ist und dass wir da eben das etablieren wollen und es dafür ein Koordinatorenteam geben soll. Und da wurde ich eben zur nationalen Koordinatorin mal fürs Erste ausgewählt. Und im nächsten Jahr gab es die Möglichkeit von dem Projekt Innovate for Nature, von dem Landwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium gemeinsam gefördert, seine Projekte einzureichen für den Insektenschutz speziell. Und da waren wir eins der 6 Siegerprojekte. Und die haben uns wirklich sehr unterstützt, das Ganze aufzuziehen. Und da haben wir auch beschlossen, dass wir jetzt einen Verein gründen müssen, damit das Ganze wirklich auf stabile Beine gestellt wird. Und einer meiner Mitgründer ist auch hier, das ist der Manfred Schönwälder, der andere ist der Harald Krenn von der Universität Wien.
Und eben so ein Verein ist wichtig, eben um echte formelle Kooperationen, aber auch eine Finanzierung zu ermöglichen. Und da bei der Finanzierung würde ich wieder sagen, ich freue mich wirklich, da jetzt beim Biodiversitätsfonds das einzureichen. Ich habe auch vor allem mit der Ministerin Gewessler geredet und ich hoffe wirklich, dass wir da eine Unterstützung bekommen für das Gesamtmanagement vom Monitoring in Österreich. Ja, und dann ging es erst richtig los. Wir haben eine Facebook-Seite bekommen. Wir haben mit dem Naturhistorischen Museum kooperieren wir momentan mit dem Deck 50, wie auch der Herr Lödl vorhin schon gesagt hat. Oh, jetzt habe ich nicht mehr sehr viel Zeit. Sie unterstützen uns sehr mit Citizen Science. Wir haben Bestimmungsfolder gemacht und eben verschiedene Workshops. Es gibt auch eine Homepage. Links hier sieht man, dass keine österreichischen Daten bisher beigetragen haben und rechts bin ich sehr froh über unsere Karte, die sich immer mehr mit Punkten füllt. Wir haben momentan 30 aktive Transekte mit sehr vielen verschiedenen Kooperationspartnern gestartet. Besonders hervorzuheben ist da der Nationalpark Neusiedlersee und auch für andere Nationalparke ist es sicher sehr interessant, eben diese vorhandenen Instrumente zu nutzen, um die eigenen Flächen eben zu monitoren. Das sind die ersten Ergebnisse vom letzten Jahr, wo wir nur 12 Transekte haben. Hier sieht man, der Kohlweißling ist an erster Stelle. Also das ist anders als bei der Schmetterlings-App, weil der Kohlweißling ist eine von den flexibelsten Arten, der eben auch noch in der ausgeräumten Landschaft vorkommen kann. Und dieses Jahr haben wir schon um einiges mehr Meldungen. Man kann uns über viele Wege unterstützen. Also jetzt geht es ums Wer, nicht? Also fast jeder kann wirklich, also ich denke eigentlich jeder kann wirklich etwas dazu beitragen. Und zwar, also die wirklich intensiv helfen wollen, können uns bei der Koordination unterstützen, wie eben der Nationalpark. Einzelne Transekte können von einzelnen Projekten quasi an uns herangetragen werden. Also wenn Sie ein Naturschutzprojekt haben, wo ein Transekt möglich ist, bitte uns melden, bitte mit EBMS verknüpfen und schon tragen Sie zum Schmetterlingsmonitoring auf österreichischer Ebene bei. Wir freuen uns über alle Wissenschaftler, die unserem Verein beitreten wollen, uns wissenschaftlich unterstützen wollen. Sponsoring natürlich auch, über EBEL zum Beispiel, das Innovate for Nature hat uns unterstützt und auch die Multiplikatoren eben heute wieder. Danke an Natur im Garten, dass Sie uns helfen, da uns vorzustellen. Wir geben alle möglichen Hilfestellungen an unsere Transektgeher, zum anderen eben die Broschüre. Es gibt ein paar Netze, die von der EU finanziert sind. Ich will auch noch erwähnen als Beispiel den Transekt, den ich in meinem Projekt mache, wo wir eben verschiedene Mischungen austesten, die man im Baumarkt kaufen kann, aber auch eine Revisa-Mischung beziehungsweise einen englischen Rasen, wo der Mähroboter fährt. Und auf all diesen Flächen mache ich ein Monitoring, weil alternativ zu dem 15-Minuten-Transekt kann man auch ein flächiges Monitoring machen, was auch für Gärtner zum Beispiel sehr interessant ist. Da sucht man sich einfach eine Fläche aus und schaut dort 15 Minuten nach den Schmetterlingen. Und das mache ich eben auf diesen Flächen jetzt für die nächsten 3 Jahre. Das sind ein paar Beispiele für Schmetterlinge, die ich gefunden habe. Also teilweise muss man wirklich genau schauen. Der kleine, der kurzschwänzige Bläuling ist zum Beispiel eben ein sehr kleiner, den man vielleicht im ersten Moment gar nicht auffällt. Wir haben hier jetzt die Verteilungskarte, also so schöne Karten wie da in Wien, wo eine systematische Erhebung der Tagfalter mal gemacht wurde, gibt es eben für ganz Österreich nicht. Aber auch hier gibt es Lücken. Bei der Standort der Bioforschung Austria waren bis jetzt nur 5 Arten bekannt. Aber dadurch, dass ich jetzt 2 Jahre geschaut habe, habe ich jetzt schon fast 20, also um die 20 Arten, ich bin mir noch nicht ganz, aber circa 20 Arten habe ich. Also hier steht jetzt noch 18, aber wir haben 134 Wildbienenarten, also denke ich auch, dass wir noch ein paar mehr Tagfalterarten bei uns haben. Die Bestimmung der Tagfalter in Familien ist sehr einfach, aber bei den einzelnen Arten wird es dann schwierig. Da ist auf jeden Fall die Unterseite der Schmetterlinge zu betonen, wo es wirklich auf die einzelnen Fleckenmuster ankommt. Also immer nicht nur die Oberseite fotografieren, sondern auch die Unterseite oder anschauen, um eine echte Bestimmung zu bekommen. Das ist auch für die Schmetterlings-App zum Beispiel wichtig, weil dort, wenn nur die Oberseite fotografiert wird, okay, es war ein Bläuling, aber was für einer, das sieht man nur auf der Unterseite. Ja. Das sind unsere Bestimmungsfolder vom Austrian Butterfly Conservation. Es gibt sehr viele Bestimmungsmöglichkeiten auch online, zum Beispiel schmetterlinge.at vom Andreas Bosbischil. Aber auch wie vorher erwähnt, gibt es anscheinend Austrian Forum. Das kann man natürlich da auch dazu zählen. Aber ja, es gibt einige wissenschaftliche Informationen online. Weitere Infos bekommen Sie bei mir oder auf unserer Homepage von Austrian Butterfly Conservation oder verknüpfen Sie sich mit uns auf Facebook. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit noch einmal. Und ja, also
Ich denke, meine Zeit ist ziemlich genau um. Und ich freue mich auf Ihre Fragen. Perfektes Timing. Ich schub Sie ein bisschen rüber, damit wir im Bild bleiben zwischen unseren zwei Blumensträußen. Vielen Dank an Frau Lehner. Und jetzt sind wir offen für die Fragen aus dem Publikum. Ich glaube, das Publikum verdaut noch die Informationsflut. Ein Kommentar gab es aus dem Chat. Da wurde die Bedeutung von Citizen Science diskutiert. Mhm. Können Sie noch mal darstellen, was aus Ihrer Sicht die Bedeutung von Citizen Science ist oder die Chancen liegen? Also Citizen Science ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung zu Expertenbeobachtungen. Über einzelne Projekte, wie zum Beispiel das Symbio-Projekt, können Experten finanziert werden, aber eben dieses ganz großflächige Finanzieren von wirklich 10-mal im Jahr rausgehen mit ausgebildeten Profis ist einfach wahrscheinlich nicht finanzierbar. Da sind die Freiwilligen auf jeden Fall wichtig. Citizen Science ist auch sehr wichtig eben für die Bewusstseinsbildung, für die Artkenntnis, die immer mehr verloren geht. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Quelle für die Wissenschaft, für die Forschung. Also in anderen Ländern funktioniert das sehr gut. Also in Großbritannien seit 40 Jahren, in den Niederlanden seit 30, in Deutschland seit 15. Also wir schaffen das auch mit der Citizen Science.